Istanbul. Ich habe nicht gefilmt, wie ich hergeflogen bin, weil ich das immer so unspektakulär finde. Es ist doch immer das Gleiche. Koffer, einchecken, Flugzeug, Essen, dies, das. Also, wir sind schon da und wir sind voll spät angekommen, weil beide Flieger hatten Verspätung. Ich bin mit meiner besten Freundin hier, mit Alina im Hintergrund. Sie schminkt sich gerade. Wir hatten voll Verspätung. Wir sind um, ich glaube, 2 Uhr im Hotel angekommen. Oh Gott, so sehe ich aber auch aus. Und dann sind wir rausgegangen, noch was essen. Und dann hatten wir es 4 Uhr. Und jetzt ist es, ja, 8 Uhr sind wir aufgestanden. Also dementsprechend sind wir fertig. Ich habe schon meine Haare gerade gemacht und wir schminken uns jetzt. Und dann gehen wir frühstücken und ich freue mich da sehr drauf, weil das sieht echt gut aus. Wir sind jetzt in der U-Bahn und wir haben so eine Istanbul-Card geholt. Die kann man immer aufladen und dann damit halt durchgehen. Zu den Metros und, ja, Subways und keine Ahnung. Ist schon eine Tortur gewesen. Aber wir haben es geschafft und ich hoffe, wir kommen jetzt an der richtigen Haltestation an. Also es ist echt riesengroß und man muss genau überlegen, wo man hinfährt, oder? Hier ist die erste Moschee, Süleymaniye, aber wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Deswegen gehen wir jetzt dran vorbei und einen Kaffee trinken und essen. Mega Frühstück, habt ihr das gesehen? Dieser Ausblick, wir haben perfektes Wetter. Es war richtig gut, oder? Ja. Es war richtig cool. Alina hat Brötchen gegessen. Schande. Ich habe wirklich nur die Low Carb Sachen rausgepickt, also Olivenkäse, Ei, Rührei. Ich bin auch richtig satt. Und wir laufen gerade einen Berg hoch, sorry. Wir gehen uns jetzt die Moschee angucken, die ich eben gezeigt habe. Und überall sind Katzen und Babykatzen. Jetzt gehen wir kurz ins Hotel, nachdem Alina einen kleinen Snack bekommen hatte.
oh mein Gott, meine Haare, und duschen und machen uns fresh und fahren dann auf die asiatische Seite. Noch mal kurz Rooftop von Hotel abchecken. So, Alina und ich haben jetzt meinen Onkel aus Deutschland in Istanbul getroffen. Oh, grüezi. So cool. Der ist nämlich hier bei einem Kumpel, hat meine Oma in die Türkei gebracht und hat zeitgleich einfach genau gepasst. Wir waren jetzt schon Caesar Salad essen und hier am Meer ein bisschen, jetzt wird es schon dunkel. Aber Alina und ich hatten mit der Hinfahrt hier auf die andere Seite so ein bisschen Problemchen, ein bisschen Stress. Deswegen habe ich das nicht gefilmt. Ja, genau. Leute, ich habe den Abend jetzt nicht mehr so richtig gefilmt, weil der Hinweg zu meinem Onkel war wirklich mühsam für uns. Wir haben uns da echt schwer getan irgendwie. Und als wir dann mit meinem Onkel waren, wollte ich auch nicht die Kamera unbedingt rausholen. Wir sind jetzt wieder zurück, aber... Und zwar waren wir in Üsküdar. Unser Hotel ist hier in zwischen Taksim und Beyoğlu. Wir haben den Concierge gefragt, wo denn die Metro fährt bis nach... Ne, wie wir da hinkommen. Und er hat gesagt, fahren Sie bis nach Yenikapı und dann... Von dort aus darüber, mit der Bahn, die unters Meer lang fährt. Unter dem Meer lang fährt. Er so, gehen Sie links und rechts. Ich habe diese Metrostation nicht gefunden. Dann haben wir uns irgendwo hier oder so ein Taxi genommen, das uns dann nach Yenikapı gefahren hat, wo wir dann mit der Marmaray nach Üsküdar gefahren sind. Okay, alles gut. Haben meinen Onkel da getroffen und mein Onkel kam von hier. Da war sein Kumpel. Wir haben uns hier in der Mitte getroffen. Dann waren wir essen und... Er ist dann in ein Taxi gestiegen, um hier lang zu fahren und wir hier in die Bahn. Voll stolz, steigen aus, denken, wir sind hier. Sind wir einfach hier. Alles wieder zurück. Dann hier hin, um dann hier hinzukommen. Schon ein bisschen mühsam, aber wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir uns kurz ausgeruht. Naja, 5 Minuten gechillt. Und gehen jetzt in ein schönes Restaurant, was meine Chefin mir empfohlen hat. Ich werde da mal filmen, was sie zu essen da haben, bieten und was wir essen werden, weil es soll richtig, richtig gut sein. Das Restaurant war echt jetzt nur eine Minute vom Hotel entfernt, wenn wir uns nicht wieder verlaufen hätten. Auch wirklich nur eine Minute. Die Karte ist echt cool, aber es sind ja, relativ normale Preise. Obwohl, es ist ein bisschen, also für türkische Verhältnisse ist es ein bisschen teurer, ein bisschen gehobener, aber es ist echt eine coole Karte. Wir haben Ayran, eine Messeplatte. Und Brot. Okay, Alina hat Wein. Alkoholiker. Nein, Spaß. Und ich kriege jetzt gleich noch ein Lammfilet. Und ich esse nämlich kein Brot. Boah, das Essen war richtig, richtig lecker. Es hat sich echt gelohnt. Das Fleisch war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben als Dessert vom Haus quasi so 2 Ministücke bekommen. Kürbis. Das ist so eine türkische... Süßigkeit. Super gut. Und weil es nur so ein kleines Stück war, habe ich es auch gegessen. Ansonsten war es sehr gut. Und ich wollte mal gucken, wie viele Schritte wir heute gemacht haben. Alina? Was denkst du, wie viele Schritte wir haben? Ich habe gerade einen Schock bekommen. Das zeigt mir 403 an. Wir haben ja auch schon 0.16 Uhr. 16.000. Sie sagt 16.000. Ja, das ist schon ganz schön viel, was wir geschafft haben heute. 23.300. Super viel. Ja, sehr, sehr gut. Ich freue mich mega. Voll happy. Und jetzt geht's endlich ins Bett. Es ist schon wieder nach 0 Uhr und wir wollen früh aufstehen und frühstücken gehen. Und zwar auch wieder an so einem richtig schönen Platz. Nehme ich euch natürlich mit morgen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich muss echt ins Bett. Ciao. Guten Morgen. Wir sind schon auf dem Weg zum Lokma Café. Haben die Bahnhaltestelle ganz gut wegen Alina gefunden. Und machen uns jetzt auf den Weg. Also, wir haben es jetzt in das Restaurant geschafft, Lokma heißt es. Wir haben schon lange her gebraucht und das Lustige ist. Also, ich habe an der Endstation Taxifahrer gefragt, ob der uns hier runterfährt, weil ich keinen Bock hatte zu laufen. Und er so, ah, das sind nur 10 Minuten. Und wir laufen und laufen. Es sind nicht nur 10 Minuten, da muss voll fair laufen, berg runter, berg hoch. Und auf einmal kommt so ein Taxi, ich so, Taxi. Und er guckt mich an und dann ist es der gleiche. Und er so, habt ihr es nicht gefunden? Ich so, sehe ich so aus, als hätte ich es gefunden. Ich so, fahr uns bitte. Und dann hat er uns hier runtergefahren. Und es ist echt schön hier. Wir saßen erst da unten und das war in der Sonne und voll im Geschehen. Und dann habe ich gefragt, ob wir hier oben an so einen ruhigen Tisch kommen können. Und jetzt haben wir hier voll unsere Ruhe. Mega schön. Mhm.
Frühstück war sehr, sehr gut. Hat uns richtig gut gefallen. War mega nett. Und jetzt sind wir hier am Meer und laufen die Promenade noch lang. Das ist echt schön hier. Bis nach Bebek oder so, weil da können wir unsere Istanbul-Karte aufladen, um dann den Bus zu nehmen. Das geht von hier nicht. Weil die Bahn von dem Dolmer Bachchisaraye, also noch ein Stück weiter, ist dann direkt durchgefahren bis hierher. Und da haben wir gedacht, wir schauen uns die auch noch mal kurz an. Ich wusste, dass es hier mega überlaufen ist und ich war auch schon mal mit Patrick hier. Das war allerdings morgens, als es geregnet hat, das war dann nicht so ganz schön. Jetzt gerade ist es schon schön. Und wir gehen danach, fahren wir noch nach Balat. Das ist so ein kleines Dörfchen, das zeige ich euch dann auch. Und dann heute Abend fahren wir von Eminönü mit der Fähre mal rüber. Wir wollten ja noch mit der Fähre fahren über den Bosporus. Und dann zu einer ganz, 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 ganz wirklich wunderschönen Moschee. Das ist mein absoluter Favorit und mein Highlight. Das müssen wir unbedingt heute noch machen. Und das zeige ich euch dann auch. Simi, ich da bu. Hallo. Merhaba. Angekommen. Wie ihr gesehen habt, sind hier super schöne Cafés und ich finde es hier so schön, weil es ist halt echt voll ab vom Trubel, mega ruhig, ganz eigen. Es ist wie so ein eigenes, es ist so ein richtig eigenes Dörfchen. Ich finde es hier mega schön. Und jetzt sitzen wir in so einem süßen Café, das zwei Mädels gehört und trinken jetzt erstmal einen guten Kaffee, weil der Weg hierher war wirklich anstrengend. Also Gottes Willen war das voll in der Stadt. Das war ja also wirklich schlimm, oder? Ja. Also nein. Und ich habe eine süße Katze entdeckt. Sorry. Hallo, ja. Hallo, du siehst so. Schön, aber riesengroß. Ich kriege die gar nicht richtig auf Kamera. Aber auch Alina findet sie so schön.
Diese Muschel ist einfach so toll. Ich habe sogar meinen Vater angerufen, dass er die einmal sehen kann. Ja, jetzt chillen wir hier noch ein bisschen. Oh mein Gott, guckt euch mal diesen Ausblick an. Wir waren jetzt oben noch einen Kaffee trinken und wollten das hier jetzt mal noch ganz kurz appreciaten. So schön, echt. Also es ist echt jetzt schon spät, wir haben jetzt 10 Uhr. Es wird Zeit, mal was Richtiges zu essen, oder? War nämlich heute noch nicht so der Fall, außer Frühstück. ich finde es so interessant, weil diese Stadt hat einfach so extrem viel zu bieten. Es ist so schön, dass man echt gar nicht irgendwie dran denkt. Okay, man denkt schon dran, was essen zu gehen, aber man hat halt die ganze Zeit was zu tun und so. Also ich finde es, ich bin richtig begeistert diesmal. Ich war, wie gesagt, schon mal hier. Bin ich fokussiert, ist auch egal. Aber ich bin diesmal richtig, richtig begeistert und ich will auf jeden Fall wiederkommen. I mean, look at this beautiful city. This is very beautiful. This is not beautiful, this is very beautiful. This is not, this is. Da muss ich kichern. Wir sind am Flughafen. Ich hab, gestern Abend waren wir nur noch essen, ne? Bis nachts wirklich und wir sind richtig fertig, wie man unschwer erkennen kann. Sehr wenig Schlaf die letzten Tage. 30.000 Schritte gemacht gestern, das ist so richtig viel. Und wir hatten eine Situation im Hotel. Denn wir haben uns morgens fertig gemacht, sind raus den ganzen Tag. Wir kommen zurück abends und wollten uns für den Abend fertig machen und Alina merkt auf einmal ihr Make-up ist weg von MAC. Jedes Mädchen kennt, glaube ich, MAC-Make-up. 40 Euro, so eine kleine Flasche. Wir haben das ganze Zimmer abgesucht, wirklich komplett. Und das Zimmer war ja nicht groß, wir hatten auch nicht viel dabei. Wir haben sogar das Bett vorgezogen. Ich bin auf dem Boden rumgekrabbelt, Alina ist auf dem Boden rumgekrabbelt. Dieses Make-up war nirgends so. Dann haben wir das Housekeeping gerufen. Die haben uns ein Video gezeigt, denn bevor die das Zimmer reinigen, machen die ein Video. Ziemlich intelligent. Und das Make-up war auf dem Video zu sehen, aber es war nicht im Zimmer. Und dann hieß es so, ja, wir klären das dann morgen mit der Frau, die das Zimmer geputzt hat. Dann haben wir die auf den Gang getroffen, die hat uns auch angesprochen und meinte, ja, ich habe das nicht genommen, seht ihr, ich schmink mich nicht mal. Da haben wir auch gar nicht gesagt, aber vielleicht haben sie es halt aus Versehen weggeschmissen. Nein, das würde ich ja sehen und dies und das. Lasst doch eure Nummer hier, wenn ich es finde, sage ich Bescheid. Aber wir wollten das irgendwie nicht auf uns sitzen lassen. Und haben dann unten an der Rezeption nochmal nachgefragt und gefragt, ob wir das Geld wieder kriegen können. Das Make-up war nirgendwo. Und dann war da der Direktor, der konnte Deutsch. Und dann haben wir ihm das erklärt und so. Und dann ist er nochmal hoch, während wir dann noch gefrühstückt werden. Mussten eigentlich schon los mit dem Taxi, haben dann aber gewartet. Und er hatte schon 50 Euro in der Hand, weil er das Geld zurückgeben wollte. Und irgendwie haben wir dann nicht locker gelassen und die Frau kam nochmal runter. Der hat nochmal mit ihr gesprochen. Und ich weiß noch, als wir beim Frühstück waren, hat er uns ein Video, wollte er uns nochmal das Video zeigen, was die gemacht haben, bevor das Zimmer gereinigt wurde. Und es war dann aber das Video von heute, wo sie gerade reingehen wollte nach Checkout, um es zu putzen. Das heißt, sie war nochmal drinnen, bevor sie überhaupt an der Rezeption nochmal war und nochmal gerufen wurde. Sie war nochmal in dem Zimmer, bevor wir gesagt haben, wir wollen das noch klären. Weil für sie war das Thema dann eigentlich durch, aber irgendwie wollten wir es nicht sitzen lassen. Und auf einmal war das Make-up wieder da. Schon alles ein bisschen crazy, also niemand wird jemals erfahren, ob es wirklich genommen hat, ob wir einfach zu dumm waren, es zu sehen, was ich nicht glaube, aber ja, und es geht auch nicht ums Geld, es geht einfach ums Prinzip, es sind unsere persönlichen Gegenstände, die einfach dann weg waren, schon ein bisschen doof, ja. Aber alles